Sadio Mané wollte warten bis nach dem Finale. Jetzt wird er seine Zukunft entscheiden. Und ein mittlerweile schon legendärer Journalist, ein Insider, der mittlerweile wirklich schon einen wirklich legendären Ruf hat. Und zwar Fabrizio Romano hat jetzt gesagt, Sadio Mané wird Liverpool verlassen. Das wäre klar. Er wird eine neue Erfahrung suchen nach vielen schönen Jahren mit den Reds. Und der FC Bayern ist aktuell in der Pole Position, aber es ist noch nicht ganz klar, ob so wirklich die Bayern werden, aber es sieht am stärksten danach aus. Okay, also wenn Fabrizio Romano sowas sagt, dann will ich dem nicht widersprechen. Ich fand ja schon dieses Interview von Mané so ein bisschen komisch mit dem, ich werde euch dann nach dem Samstag eine richtige Antwort geben und so. Das klang ja schon für mich, dass er den Verein verlassen will, weil ansonsten hätte er gesagt, ich bleibe einfach. Hätte das vor dem Finale gesagt, wäre noch ein starkes Signal gewesen, hat er nicht getan. Das heißt, ich gehe auch davon aus, er wird wechseln wollen. Ob es dann die Bayern werden, ob Liverpool überhaupt zustimmt, das sind natürlich noch so ein paar Sachen, die zu erfüllen sind, aber FC Bayern scheint in der Pole Position. Salihamidzic muss auch so einen Riesentransfer machen, steht stark unter Kritik und mit so einem Transfer könnte er mal wieder die Kritiker verstummen lassen, weil das wäre natürlich ein Topmann für den FC Bayern. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.